Ich habe hier Stufe 0 bis 8. Welche Stufe willst du denn gerne? 10. Aber 10 haben wir doch gar nicht. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Magie-Koch-Studio. Heute mal nicht mit einer 10-Zutaten-Challenge, sondern mit einer ganz neuen Idee. Wir machen heute das Format Little Chefs. Das bedeutet, ein Kind bringt mir ein Bild von seinem Fantasietraumgericht mit und ich koche das heute nach. Wir halten natürlich hier Abstand und wir haben auch unsere Hände gewaschen. Und bei mir ist jetzt die Caro. Caro, magst du dich mal vorstellen? Ja, hallo, ich bin die Caro, 7 Jahre alt. Nach den Ferien komme ich in die 2. Klasse. Meine Hobbys sind Reiten, Turnen und Tanzen und alles, was mit Sport zu tun hat. So, Caro, kochst du denn gerne? Ja. Ja, super. Die Caro hat uns was mitgebracht. Vielleicht magst du mal zeigen, was du mitgebracht hast. Das sind bunte Tortellinis. Wegen Corona sollten wir einen bunten Regenbogen ausmalen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, die Tortellinis bunt zu malen, damit die auch bedeuten sollen, dass alles wieder gut werden soll. Das wird eine Herausforderung für uns, aber wir wollen auf jeden Fall ein Gericht kochen, das dem Bild sehr ähnlich kommt, oder? Ja. Genau. Hast du schon mal bunte Tortellini gemacht? Nein. Nein? Okay, ich auch noch nicht. Das sind meine Farben, die ich mir ausgedacht habe. Passen die dir? Ja. Okay, was könnte denn orange sein? Orangene Pfirsiche oder... Ja, mehr Gemüse? Karotten. Karotten, sehr gut. So, was ist denn rot? Tomaten. Tomaten, genau. Dann haben wir das hier, ist ein bisschen schwieriger. Das ist so ein lila Ton. Rote Beete. Rote, super. Und grün? Brokkoli. Nee, nicht ganz. Was ist noch grün? Was Kinder eigentlich gar nicht so gerne essen? Oliven. Nee, ja, gibt's auch ein grün. Das Spinat. Ah. Magst du Spinat? Ja. Okay. Na gut. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch gelb. Das ist Kurkuma. Hast du eine Idee, was schwarz sein könnte? Gibt's schwarze Oliven? Gibt's, aber ich glaube, die färben nicht so gut. Aber das ist auch richtig schwer. Das ist Tintenfischtinte. Und hast du schon mal Tortellini gemacht? Ja, russische. Russische? Mhm. Okay, was ist denn der Unterschied? Also, du machst erstmal so Hackfleisch und dann machst du den Teig. Mhm. Dann schneidest du so kleine Stücke, rollst die rund, machst da Hackfleisch drauf und dann machst du die zu und dann müssen die so ein bisschen kochen und dann sind die fertig. Okay, also die Tortellini, die wir heute machen, die gehen eigentlich genauso. Du kennst dich gut aus, du darfst das heute machen. Gut. Dann machen wir jetzt was ganz Spannendes. Wir haben nämlich hier eine Zauberküche. Und die Zauberküche funktioniert so, du klatschst einmal in deine Hände und dann haben wir hier alle Zutaten und alle Kochutensilien. Okay? 1, 2, 3. So, guck mal. Alles da, was wir brauchen. Dann fangen wir an mit dem Nudelteig, ja? Und dann hatten wir gesagt Mehl. Ja, kannst du greifen? Nee, nee, die ganze Schüssel. Alles? Alles, mhm. Kannst du schon ein Ei aufschlagen? Ja. Genau. Super. Und was brauchen wir noch? Ein bisschen Wasser. Nee, erst machen wir ein bisschen Salz. Ja. Und nochmal. Wunderbar. Alles gut? Okay. Sollen wir zuerst das Lila machen? Ja. Okay. Und dann machst du ungefähr 2 Esslöffel von der Flüssigkeit jetzt in deinen Teig. Und dann gibst du mir einmal die Schüssel, dann verrühre ich das alles. Und was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Mathe. Mathe, oh je. Mathe. Welche Klasse kommst du jetzt? 2. Ja, ich glaube, in der 2. Klasse macht Mathe noch Spaß, ne? Später macht das nicht mehr so viel Spaß. So. Super. Den legen wir jetzt in den Kühlschrank und dann darf der ein bisschen ruhen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist die Füllung. Wir machen was mit Käse. Genau, das kannst du in die Metallschüssel umfüllen. Wieder alles? Ja, machen wir alles. Und weil Frischkäse alleine vielleicht ein bisschen langweilig ist, habe ich mal Basilikum und Rucola gekauft. Hast du schon mal Rucola gegessen? Glaube nicht. Und Basilikum? Ja. Probieren und gucken, was dir besser schmeckt. Das hier. Das da. Okay, super. Dann hacke ich dir ein bisschen was von den Blättern. Du kannst währenddessen den Frischkäse mit Salz und Pfeffer ein bisschen würzen, okay? Wie fein magst du denn die Blätter haben? Ganz fein? Ja. Okay. Ich
So, und dann ist natürlich ganz wichtig in der Küche, man muss alles probieren. Lecker. Okay, dann machen wir noch Tomatensoße dazu. So, wie kamst du denn auf das Gericht? Sind Tortellini dein Lieblingsessen? Oder? Ja. Aber nur die von Oma oder auch andere Tortellini? Auch andere. Okay, dann habe ich ja Glück gehabt. Ne? Hat deine Oma auch eine Nudelmaschine? Nein. Macht die das von Hand? Ja. Ui, wie viele Leute essen da immer mit? Also ich. Na gut, für zwei Leute Tortellini machen geht, ne? Also machen wir heute auch nur für uns zwei Tortellini, gell? So, das lassen wir einfach noch ein bisschen köcheln. Und dann holen wir uns mal den Nudelteig, der liegt ja im Kühlschrank. Der ist noch ein bisschen klebrig, aber... Und wenn deine Oma Tortellini für dich macht, wie viel macht die ungefähr? Also wenn ich nur esse, 20 oder 10. Okay, und dann isst du 20 Tortellini alleine oder mit der Oma? Alleine. Alleine. Jetzt holen wir unser kleines Helferlein und zwar die Nudelmaschine. So, guck mal, das sieht doch schon richtig gut aus, oder? Ja. Was sagst du? Guck mal. Reicht eigentlich. Reicht schon, okay. So, und ausgestochen hast du ja schon bei der Oma, ne? Wir stechen eigentlich nicht aus, wir machen es auch selbst. Okay, okay, genau. So, und jetzt wollen wir die Tortellini ja füllen, ne? Ja, also ich nehme so einen kleinen Löffel und tue es hier drauf und klebe es dann so zusammen mit der Tortellini. Und wie macht das jetzt deine Oma? Also so zusammen. Mhm. Und dann nimmt sie das so und dann macht sie so mit den Fingern. Ja. Zeig mal. Sieht ein bisschen aus wie eine Blume, oder? So, unser Wasser kocht. Hier darfst du mir immer schon mal die drei Stück drauflegen. So. Und weil das jetzt echt lange gedauert hat, nutzen wir doch wieder die Zauberkraft, oder? Ja? Einmal klatschen und dann haben wir alle Tortellinis fertig. Wollen wir auch die Küche direkt aufgeräumt haben? Ja. Ja, ne? Okay, eins, zwei, drei. Tada! Guck mal, das haben wir doch super hinbekommen, oder? Schade, dass es keine blauen gibt. Ja, aber blau, kennst du ein Gemüse, was blau ist? Nein. Nein, ich auch nicht. Okay, dann machen wir in die Mitte noch ein Basilikumblatt. Fertig! 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 Und dann wollen wir mal probieren. Das war ein kleines Stückchen. Okay, eins, zwei, drei. Lecker. Mhm. Würdest du sagen, wir haben die Challenge geschafft? Ja? Okay. So, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Als Dankeschön, dass du bei mir warst, kriegst du eine Kochmütze. Guck mal, die kannst du gerne schon mal aufsetzen, wenn du möchtest. Ja, wunderbar. Und natürlich ein Zeugnis. Damit kannst du all deinen Freunden zeigen, dass du jetzt Little Chef bist. Bitte schön. So, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Und dann würden wir sagen, tschüss, oder? Ja. Tschüss. Tschüss.